Es ist überhaupt nicht zu verstehen. Aber sie werden immer weiter lügen. Und warum ihre Lügen immer weiter geglaubt werden, darum geht es heute in diesem Video. Es ist ein sehr interessantes Thema, von dem wir alle sehr viel lernen können. Also bleib unbedingt dran. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich habe dieses wichtige Buch geschrieben, das kosmische Wissen von den Plejaden. Wenn du dich für dieses Thema interessierst, darfst du gerne auf den Link unter meinem Video klicken. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Thema, warum so viele Menschen die Lügen immer weiter glauben und warum die nicht mit ihren Lügen aufhören, warum sie immer weiter lügen. Und warum so viele Menschen Angst haben. Ich weiß, ihr hier, die ihr hier seid, die Spirituellen, die haben diese Angst nicht so sehr, weil ihr habt alle dieses Gottvertrauen. Über das Gottvertrauen werde ich nachher eine ganz wunderschöne Geschichte erzählen. Und wir werden auch mit Engel Raphael eine tiefgreifende Meditation machen, der uns helfen wird, die Verbindung zur Seele herzustellen und zu festigen. Jetzt ist es so, man hat versucht, die letzten paar Jahre mit der C-Zeit natürlich, hat man versucht zu beginnen, die Menschen sehr zu unterjochen, den Menschen vorzuschreiben, was sie zu tun haben und ihre Macht wollen sie also unheimlich ausweiten dadurch. Durch die Verabreichung der Schlumpfstoffe wurden verschiedene gentechnische Dinge im Körper verändert. Es ist nachgewiesen, und zwar über die PNI, die Psychoneuroimmunologie, hat diese Gebiete erforscht und hier geht es um Körper, Geist und Seele. Wenn dieses Dreiergespann, so wie wir es von Gott bei der Erschaffung, von Gott bei der Schöpfungsgeschichte mitbekommen haben, ja, wenn das nicht richtig funktioniert, ist der Mensch nicht mehr in seiner in seinem richtigen Wesen. Es verändert sich etwas. Und durch die Schlumpferei wurde die Seele ein bisschen abgespaltet. Der Kontakt zur Seele ist nicht mehr so wie vorher. Deswegen sind 2/3 der Menschen schneller in die Angst zu treiben. Sie sind leichter empfänglich für Lügen. Und mit diesen Menschen kann man leichter etwas machen, man kann sie leichter manipulieren. Und da das die Mehrheit ist, könnte es sein, dass viele Dinge geschehen, die für uns alle gar nicht gut sind. Ich habe Erzengel Raphael gebeten, etwas zu machen, dass diese Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele repariert wird. Das geht über die DNA. Und man kann über die DNA mit seinen Gedanken ganz viel machen. Das werden wir nachher machen. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die gezwungen wurden zu der Schlumpferei. Ja, die gibt es und die hatten keine Wahl. Die waren total verzweifelt. Es ging um ihre Existenz. Sie hätten keine Arbeit mehr gehabt. Und es gibt viele, viele verschiedene Gründe, warum Menschen das mitgemacht haben. Aber die Konsequenzen, die sind jetzt da. Und wenn ich an die Agenda 2030 denke, was da alles noch bei denen so im Plan ist, da kriege ich persönlich das große Grausen. Also echt, ich kriege da das große Grausen und es wird auch noch mehr Videos von mir darüber geben. Das nächste Video ist über den Chip hier in der Hand, das kommt auch. Aber jetzt möchte ich erst noch mal über die Schlumpfgeschichte reden und das, was jetzt hier geschehen ist, ist eine riesengroße Manipulation der Massen. Und was uns hilft oder helfen kann, dass wir da rauskommen, ist die Wiederherstellung des Urvertrauens. Dieses große Vertrauen, dass Gottes Liebe immer bei uns ist, dass wir nie allein sind. Und das Vertrauen in unseren freien Willen, in unsere Kraft der Seele. All das muss wiederhergestellt werden bei allen Menschen. Das ist so wichtig. Und da wird uns Erzengel Raphael dabei helfen. Aber jetzt möchte ich euch noch
eine ganz rührende Geschichte erzählen. Und zwar geht es um eine Geschichte aus der Bibel. Ich werde es aber so erzählen, dass es in unsere Zeit passt. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, weil diese Geschichte führt uns vors Auge, was es bedeutet, das Urvertrauen zu haben. Und zwar geht es um Petrus und den See Genezareth. Er ist dann mit einem Fischerboot rausgefahren und mit ein paar Freunden Fischern. Und es waren starke Wellen und das Boot hat angefangen zu wackeln, zu kentern. Sie haben Wasser geschöpft und geschöpft und geschöpft und sie konnten das nicht retten. Damals konnten die alle noch nicht schwimmen und sie waren mitten auf diesem See und der See ist echt riesengroß. Man kann den nicht in kurzer Zeit irgendwie überschreiten oder durchschiffern. Also es war praktisch eine bedrohliche Situation, wo sich dieses Boot darin befand. Und dann ist Petrus Jesus erschienen. Und als Jesus über den See gelaufen ist, Petrus hat Jesus gesehen und Jesus sagte: Petrus, vertraue. Und dann hat er sich so ein bisschen geärgert und hat gesagt: Auf was soll ich denn vertrauen? Wir gehen hier unter, wir können nicht schwimmen, wir werden jetzt alle sterben. So in der Art und war total verzweifelt. Und Jesus hat dann aber weiter gesagt: Vertraue, vertraue mir, es wird alles gut. Und in dem Moment hat sich Petrus ein Herz gefasst und ist also aus dem Boot raus und konnte dann tatsächlich auch auf dem Wasser laufen. Und die anderen haben alle gesagt: Hör auf, du wirst untergehen, mach das auf keinen Fall. Und er hat es eben trotzdem getan. Und dann kam eine große Welle, eine riesengroße Welle. Und er ist in die Angst gegangen. Er hat gesagt: Oh Gott, diese große Welle. Und dann ist er untergegangen. Untergegangen im Wasser, weil er Angst gehabt hatte vor dieser Welle. Dann hat ihm Jesus seine Hand gereicht und hat ihm wieder rausgeholt und praktisch erlöst und hat gesagt: Siehst du, wenn du vertraust, wenn du dieses große Gottesvertrauen hast, passiert dir nichts, dann kannst du auch über das Wasser laufen, so wie ich. Und das ist diese Geschichte. Also mich hat die so tief berührt. Und das ist dieses Gottesvertrauen, dieses Urvertrauen, was jeder Mensch hat. Und wenn wir uns daran erinnern, dann kann uns doch gar nichts passieren. Dann kann niemand uns Angst einjagen. Dann kann niemand kommen und uns manipulieren. Das geht nicht. Und das ist alles, was den Menschen abhanden gekommen ist. Oder wo man sich nicht so bewusst darüber ist. Es ist ja noch da, dieses Gottesvertrauen. Es ist da, dieses Urvertrauen. Und dem wieder Kraft zu geben, das ist eigentlich alles, was wir zu tun brauchen, mehr nicht, diesem Gottvertrauen wieder Kraft zu geben. Deswegen musst du noch lange nicht in die Kirche gehen oder die Bibel lesen, absolut völlig egal. Es reicht zu vertrauen, dass wir nicht allein sind, dass Gottes Liebe bei uns ist. Mehr braucht es nicht. Und das möchte ich euch heute ans Herz legen. Das möchte ich euch mitgeben. Jeden Tag bitte denkt an diese Worte und dann wird sich alles ändern. Es würde sich für alle Menschen auf der Erde alles ändern, wenn wir das wieder zusammen stärken und diesen Weg gehen. Was noch ganz wichtig bei dieser Geschichte ist, das dürft ihr nicht vergessen und ich habe das auch schon in anderen Videos erzählt. Sobald man in die Angst geht, erzeugt man eine Energie, die immer mehr Angst erzeugt. Und genau diese Energie braucht die negative Seite, die Gegenseite, das Böse. Die brauchen Angstenergie. Und wenn nur alle Menschen aufhören würden, in die Angst zu gehen, dann hätten diese Gegenseite nichts mehr zu essen. Dann würden sie
nicht mehr da sein. Sie würden woanders sich diese Angst suchen, aber nicht mehr bei uns. Es ist so einfach. Und ich möchte euch einfach bitten, gebt dem Bösen kein Essen mehr. Ganz einfach, geht raus aus dieser Angst, denn dadurch kommt der tiefgreifendste Wandel für unsere Erde. Das ist der Punkt, um den es geht. Dieses Gottesvertrauen. Das hat mir letzte Woche erst eine Frau von euch, hat mich angerufen und hat gesagt, du, Monika, Mirjana, in dem letzten Webinar mit Erzengel Michael, da habe ich so ein Vertrauen in mir gespürt. So ein tiefes Vertrauen, das hatte ich vorher nicht. Ich danke dir so, dass ich das durch dich wieder erfahren durfte. Und diese Frau war geschlumpft. Sie hat es wieder gespürt. Und es ist einfach ein Zeichen. Ein Zeichen, dass es dennoch möglich ist, diese Verbindung wiederherzustellen mit unserer Liebe, mit unserer tiefen Liebe. Und es ist noch nicht zu spät. Jeder Mensch kann noch dazu finden. Jeder Mensch kann es noch bekommen. Wir müssen es nur verbreiten. Wir müssen es zeigen und vorleben. Vorleben. Dann werden es die Menschen verstehen. Das ist das Wichtigste. Wir werden niemand dazu zwingen. Das muss von alleine kommen. Ja, das muss aus dem Innersten, aus der Seele, aus dem Herzen kommen. Dann ist es das Richtige. Und dann sind wir so weit, dass wir in die fünfte Dimension hineinkommen. Im Moment laufen die Kämpfe hin und her, das Manipulieren. Da wird überlegt, wie können wir die Menschen noch weiter manipulieren. Aber ihr seht, wir haben in uns eine ganz große Kraft und die sollten wir nutzen. Und übrigens gibt es uns auch auf Telegram. Ich bringe immer noch mal zu den Videos noch mal andere Worte, andere Erklärungen, die ich hier nicht so sehr auf YouTube sagen kann. Oder ihr könnt auch den Newsletter von uns abonnieren, um verschiedene Dinge noch Mitteilungen zu bekommen. Also ihr seht, wir sind sehr bemüht, alle Menschen zu unterstützen, den lichtvollen Weg zu gehen. Und jetzt rufe ich Erzengel Raphael. Wir werden mit Raphael ja sowieso Ende diesen Monats ein wunderschönes Webinar haben und Erzengel Raphael wird uns jetzt eine tiefgehende Erlösung aller Dinge in unserem Körper, die nicht hundertprozentig funktionieren, dieses wird er uns jetzt ermöglichen und ich wünsche euch allen ganz viel Liebe, ganz viel Freude, ganz viel Kraft. Ich werde mich noch einsprühen. Hier habe ich das Auraspray der Heilung. Da ist ganz viel von Erzengel Raphael Energie drin. Und das ist auch sehr gut, um die DNA zu heilen. Geliebte Menschenkinder, geliebte, lichtvolle Seelen der Erde, ich begrüße euch mit dem Segen des Lichtes, voller Freude, dass ich heute zu euch sprechen darf. Und so reiche ich dir voller Liebe meine Hände, um dich zu führen und um dir zu zeigen, dass ich bei dir bin und um dich auf das vorzubereiten, was jetzt gleich geschehen wird, bitte ich dich, mein Licht einzuatmen. Mein grünes Licht der Heilung und Erlösung fließt nun zu dir
über meine Hände in deine Hände hinein und nun in die Arme, in die Schultern und dort in dein Herz hineinfließt. Es ist die Lichtenergie von mir, von Erzengel Raphael, welche dich berührt. Und diese lichtvolle Energie wird nun durch jede Zelle deines Körpers fließen. Sie wird in jeden Winkel deiner Aura eintauchen und das erlösen und heilen, was jetzt geheilt werden soll. Vertraue deiner Seele und lasse zu, dass die Energien dich berühren, an den Punkten in deinem Körper berühren, wo es wichtig für dich ist. Und so geschieht genau das, was jetzt wichtig für dich ist. Es geschieht in der Energie der göttlichen Ordnung, im höchsten Vertrauen zu Gottes Liebe, zu allem, was ist. Erlaube dir, dich so tief fallen zu lassen, wie es dir möglich ist, und spüre, wie sich Liebe ausgehend von deinem Herzen mit dir verbindet. Spüre, wie sich Licht ausgehend von deinem Herzen mit dir verbindet. Und wenn du es erlaubst, werde ich das Negative, was dich belastet, nun von dir entfernen. Ich werde dich befreien von der Last, die du trägst, die aber gar nicht zu dir gehört. Und so spüre, wie es dir so nach und nach immer leichter wird. Erlaube dir ruhig noch ein wenig weiter dich zu entspannen und spüre, wie ich dich halte, wie ich dir über deinen Kopf streiche und wie du spürst, dass du vertrauen darfst, wie du spürst, dass nun deine DNA geheilt wird, dass deine DNA gestärkt wird, repariert wird. Mein Licht der Liebe fließt durch deine DNA. Und sie fließt in Wellen des Vertrauens von Zelle zu Zelle. Du spürst, wie du dich dabei ausdehnst und gleichzeitig spürst du, wie du immer mehr verbunden bist mit dem Licht deiner Seele. Du spürst diese Kraft, die Kraft deiner Seele. Und du weißt genau, dass du es bist, der diese Kraft hat und trägt.
und du beginnst nun an dich zu glauben. Du beginnst dir selbst sehr tief zu vertrauen. Und du weißt genau, dass du nicht alleine bist, dass Gottes Liebe immer bei dir ist, völlig egal, was geschieht. Und wenn Situationen noch so aussichtslos sind, weißt du jetzt ganz tief in deinem Herzen, dass das Urvertrauen dich führen wird, dass das göttliche Vertrauen dich durch dieses Leben führen wird. Und du weißt ganz genau, wie sehr du geliebt wirst, denn nun sehe ich dir in die Augen und du erkennst an meinem Blick, wie tief diese Liebe ist. So lass diese Liebe durch dich hindurchfließen. Lass sie dich heilen auf allen Ebenen. Und spüre die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Spüre, wie du eins wirst mit der Liebe und dem Vertrauen. Und mit diesen Worten möchte ich mich jetzt von dir verabschieden. Ich bin voller Liebe und voller Licht und immer bei dir, wenn du mich rufst. Und so sende ich den Segen des Lichtes voller Freude noch einmal zu dir. Ich danke Erzengel Raphael für diese große Liebe und diese wunderbare Verbindung, die du in uns wiederhergestellt hast. Und ich wünsche einen jedem einzelnen von euch, dass er es genauso intensiv und schön fühlt wie ich, dass euch das Urvertrauen fortan begleiten möge. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr immer gerne die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtet, dürft ihr mich gerne abonnieren, das Video liken und teilen. Ich umarme euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.